Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Als nächstes hat sich als erster Redner der AfD-Fraktion der Abgeordnete Kahn zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf einige Punkte der Regierungserklärung eingehen. Erstens zum Schulsystem. Wir sind uns einig, sehr geehrter Herr Staatsminister, ein gutes Bildungssystem ist Garant für Wohlstand, soziale Sicherheit und Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft. Und nur durch bestmögliche Bildung ist Qualität an unseren Schulen entsprechend gewährleistet. Erfreulicherweise will der Minister an der Beibehaltung des mehrgliedrig differenzierten Schulsystems nicht rütteln. Doch Entwicklungen lassen zweifeln, was inzwischen noch CDU-Bildungsprogrammatik ist und wie stark bereits die Handschrift des Koalitionspartners ist, etwa im Leistungsgedanken, dem Fördern und Fordern und Tugenden wie Begabungen, Fleiß, Willen oder Disziplin. Geben doch unübersehbare Lerndefizite bei Schülerinnen und Schülern großen Anlass zur Sorge. Überdies wird bereits über den Weg zu einer leistungslosen Einheitsschule gesprochen und ähnlich einem bedingungslosen Grundeinkommen werden auch hier Maßstäbe der Leistung nach unten gedrückt. Was ist von der CDU-Programmatik seit 2013 noch übrig? Beispiel 1, Zitat: Wir wollen und werden es nicht zulassen, dass die Versetzungen abgeschafft werden und dass es keine Noten mehr gibt und die Menschen in eine Einheitsform gepresst werden. Das ist nicht nur inhuman, das ist auch falsch. Und wir werden alles dafür tun, unsere Kinder vor dieser Irrfahrt zu bewahren. Was jedoch den Minister nicht hindert, mit § 127c Hessisches Schulgesetz dazu bereits rechtliche Voraussetzungen geschaffen zu haben. Seit Januar 2019 ist es amtlich. 150 Schulen dürfen sich nun 5 Jahre lang auf Irrfahrt begeben. Wir wünschen weiterhin frohe Fahrt. Nächstes CDU-Zitat. Wir wollen das Abitur hinsichtlich seiner Qualität stärken. Tatsache ist, an Hochschulen werden Brückenkurse benötigt, um zahlreiche Studenten, z. B. in Mathematik, überhaupt studierfähig zu machen. Professoren beklagen, dass viele Abiturienten nur mangelhafte Deutschkenntnisse besitzen. Beispiel 3, CDU-Zitat: Wir treten für eine konsequente Durchsetzung der Schulpflicht ein. Bei notorischen Schulschwänzern muss eine verbindliche Meldung an die Jugendämter erfolgen. Tatsache ist, seit einem halben Jahr schwänzen hessische Schüler freitags notorisch die Schule, und zwar sanktionsfrei, und das Kultusministerium duckt sich weg. Was leitet sich daraus ab? Wer CDU wählt, kommt unter das Joch grüner Bildungspolitik. Warum der durch Grüne überall betriebene gesellschaftliche Umbau falsch ist, zeigt sich auch am Bildungsmonitor 2019. Hessen liegt abgeschlagen auf Platz 10 von 16. Wir wünschen der CDU weiterhin gute Verrichtung. Zum Digitalpakt. Selbst mit Aufstockung sind 500 Millionen € immer noch zu wenig. Zudem ist ungewiss, ob die Anschlussfinanzierung nach Ablauf der 5 Jahre auch gesichert ist. Ebenso wenig ist diskutiert, welche IT-Ausstattungen für die Schulen sinnvoll sind. Und es fehlen Konzepte sowie notwendige Fortbildungen für die Lehrkräfte.
Den Digitalpakt bereits jetzt als Erfolgsmodell zu loben, ist kühn. Das kann sich bestenfalls in Jahren herausstellen, zumal es keinerlei wissenschaftliche Hinweise gibt, dass der Einsatz von iPhones, Tablets oder Notebooks die Lernleistungen von Schülern signifikant erhöht. Drittens, zu Wertevermittlung und politischer Bildungsarbeit. Natürlich fallen Elternhaus und Schule hierbei Schlüsselrollen zu. Was in der Regierungserklärung fehlt, ist, dass Familien in ihrem eigenen Wert gestärkt werden müssen. Bestimmte politisch gewollte Entwicklungen für Ehe und Familie lassen dringlich deren Schutz vermissen. Dabei schlägt die Brüchigkeit der Wertbilder von Ehe und Familie sich gerade in fehlender Wertevermittlung nieder. Die zur Verfügungstellung des Grundgesetzes für Schüler ist kein angemessenes Äquivalent. Bundespräsident Heuss wies schon darauf hin, man könne nicht täglich mit dem Grundgesetz unter dem Arm durch die Gegend laufen. Verständnis für grundlegende Werte, Normen, für politische Prozesse und politische Urteilsfähigkeit erfährt man nur im praktischen Leben. Die Stärkung des Unterrichtsfachs Politik und Wirtschaft mag neben den Familien durchaus einen Beitrag leisten. Aber angemahnt werden muss, auch für Schüler muss es die Freiheit geben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Werden doch bereits Erwachsene gesellschaftlich geächtet, wenn sie Kritik an politischen Entscheidungen äußern? Es geht um ein hohes Gut, meine Damen und Herren, das der Meinungsfreiheit und der Toleranz, nämlich Andersdenkende, nicht zu benachteiligen. Das kann in der Schule mit Anpassungsprozessen an den Mainstream verheerende Konsequenzen für den eigenen Bildungsweg von Schülern haben. Zur Bildungsphase Deutsch. Es ist Zeit, auf unser Kulturgut, die deutsche Sprache, besonderen Wert zu legen. Das ist erfreulich. Gibt es doch erkennbare Bestrebungen, die deutsche Sprache ein wenig zurückzudrängen. Fünftens, zur Ganztagsschule. Es ist erfreulich, dass der Kultusminister es zulässt, dass Eltern auch weiterhin selbst entscheiden können, ob ihr Kind halbtags oder ganztags eine Schule besucht. Es muss selbstverständlich auch Zeit für anderes bleiben, für Familie oder für Hobbys. Sechstens, Lehrerversorgung. Der Minister weist gerne auf die 105-prozentige Lehrerversorgung in Hessen hin. Die kürzliche Umfrage des Landeselternbeirats zum Unterrichtsausfall in Hessen kommt zu einem anderen Ergebnis. An jeder zweiten Schule fallen pro Klasse monatlich 5 oder mehr Unterrichtsstunden aus. Die Landesschülervertretung kommt in ihrer Erhebung dazu, an 97 weiterführenden Schulen kam es insgesamt zu 1.605 ausgefallenen Unterrichtsstunden, 1.547 wurden nur betreut und fachfremd unterrichtet. Zugegeben, der Kultusminister hat es seit 2015 schwer. Die Grenzöffnung der Kanzlerin hat jeden überfordert. Hunderttausende Menschen kamen, die meisten von ihnen ohne schulische oder berufliche Qualifikation. Seitdem erschweren zunehmend heterogen gewachsene Schülerzahlen eine ohnehin oftmals nicht gelungene soziale Integration. Davon in Mitleidenschaft gezogen ist die Lehrerschaft. Große Teile sind inzwischen an ihre Grenzen gekommen. Belastungsanzeigen häufen sich. Sie fördern zutage. Unsere Lehrerschaft ist mit zusätzlichen Aufgaben wie dem Ausbau von Ganztagsschulen oder einer ohne Augenmaß betriebenen Inklusion überlastet. Noch schlimmer, sie fühlt sich alleingelassen. Hier muss gehandelt werden. Es müssen nicht nur mehr Lehrer eingestellt werden, sondern es muss dabei besonderer Wert gelegt werden auf ihre fachliche Eignung, das heißt auf Qualität. Gute Schulen brauchen gute Lehrer. Deshalb bedarf es strengerer Maßstäbe. Es gibt bereits zu viel Mittelmaß. Schulabbrecher, mangelhafte Ausbildungsfähigkeit und nicht studierfähige Abiturienten sind ein Armutszeugnis.
nicht qualifizierte Quereinsteiger, das wollen wir hier in aller Deutlichkeit ausdrücken, helfen nicht, den Lehrermangel zu beseitigen. Sie würden das ohnehin beklagenswerte Leistungsniveau nur weiter absenken. Wohlan, es gibt für die Landesregierung noch viel zu tun. Wir versuchen, Sie dabei kritisch zu begleiten und, wo nötig, zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat sich der Abgeordnete Scholz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie haben noch 6 Minuten und 8 Sekunden. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsminister! Der heutigen Regierungserklärung habe ich mit sehr großem Interesse und sehr gespannt entgegengesehen, da es ja mit unserem hessischen Bildungssystem nicht gerade zum Besten bestellt ist. Lassen Sie mich gleich zu Beginn eine Aussage des Staatsministers aus seiner Regierungserklärung zitieren. Bildung ist der Garant für den Wohlstand und die soziale Sicherheit unseres Landes sowie die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft und zugleich Basis für den Erfolg individueller Lebensbiografien. Diesem kann man uneingeschränkt nur zustimmen. Dieser Aussage steht aber gegenüber, dass unser Bildungssystem seit der ersten schwarz-grünen Regierungskoalition mehr und mehr unter erheblichen Mängeln leidet. Der jährlich erscheinende INSM-Bildungsmonitor verrät, seit Jahren herrscht Stillstand, und Hessen kommt von seinem 10. Platz von 16 einfach nicht weg. Vielleicht meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an die guten Jahre, als die CDU noch Bildungsmaßstäbe setzte. Im Jahre 2014 lag Hessen noch auf einem vielversprechenden 7. Platz mit einem klaren Trend nach oben. Heute trennen uns zum Erstplatzierten Sachsen ganze 20 und vom rot-rot-grünen Schlusslicht Berlin gerade mal 5 Punkte. Hessen ist also alles andere als ein nachzuahmendes Erfolgsmodell. Das können andere Länder besser. Ungeachtet dessen ist der Herr Staatsminister voll des Lobes für die eigenen Leistungen seines Ministeriums. Der Produktions- und Innovationsstandort Deutschland benötigt selbstverständlich gut ausgebildete Fachkräfte. Diese fallen aber nicht vom Himmel, meine Damen und Herren. Ein sehr bedenkenswerter Indikator im letzten und im diesjährigen Bildungsvergleich ist die Ausbildungsstellenquote. Hessen belegt hier den 14. von 16 Plätzen. Immerhin, es könnte ja noch viel schlechter sein. Ja, dieser Indikator gibt den Anteil von neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen und unbesetzten Ausbildungsstellen an. Hier liegen wir bezogen auf diesen Indikator sage und schreibe 20 Punkte hinter dem erstplatzierten Bayern. Wieso widmen Sie, Herr Staatsminister, sich eigentlich diesem wichtigen Thema in Ihrer Regierungserklärung nicht? Warum nicht eine einzige Zeile? Eine aktuelle Befragung hessischer Unternehmen durch den Hessischen Industrie- und Handelskammertag ergibt, ein Drittel der hessischen Unternehmen konnten 2018 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. 75% der Betriebe, welche Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten, klagten darüber, dass es keine geeigneten Bewerber gab. 47% der befragten Unternehmen berichten von unrealistischen und völlig fehlenden Berufsvorstellungen. 45% der Unternehmen bemängeln die unzureichende Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben im Zuge der Berufsvorbereitung. Es kommt aber auch noch viel schlimmer. Circa 20% der Schüler und bis zu 30% der Schüler mit Migrationshintergrund sind laut Bund der Arbeitgeber trotz Schulabschluss nicht ausbildungsfähig. 24% brechen ihre Ausbildung schon nach wenigen Monaten vorzeitig ab. Was das Handwerk betrifft, ist es sogar schon 31%. Meine Damen und Herren, das sind erschreckende Zahlen, gerade in Zeiten, in denen die gesamte deutsche Wirtschaft an erheblichen Nachwuchs- und Fachkräftemangel leidet.
Wer hier noch von einer erfolgreichen und nachhaltigen Bildungspolitik spricht, dem sind offenbar diese negativen Entwicklungen entgangen. Dabei liegen die Lösungen auf der Hand. Maßgeblich ist hierbei die Stärkung der weltweit geachteten deutschen dualen Ausbildung. Hier müssen erheblich mehr finanzielle Anstrengungen unternommen werden. Auch und gerade im Bereich der Digitalisierung, den der Herr Staatsminister in seinen Ausführungen deutlich beschreibt. Die Digitalisierung ist jedoch nur ein wichtiger Baustein aus Sicht der Lehrerschaft, verdient jedoch ein Thema besonderer Aufmerksamkeit. Das sind Schulen, welche der Herr Staatsminister verharmlosend Schulen mit besonderer Herausforderung nennt. Bleiben wir ehrlich, nennen wir sie bei Namen. Es sind Brennpunktschulen, meine Damen und Herren. Jahrelang hat man sich diesem Problem verschlossen. Das Entstehen von Brennpunktbezirken hat man zugelassen, ohne die weitreichenden Folgen zu bedenken. Ich selbst habe viele Jahre an einer solchen Brennpunktschule hier in Wiesbaden gearbeitet. Wir sprechen hier von Schulen mit einem Migrationsanteil von 80 bis 100%. Von Schulen mit Kindern, die bis über 50% aus sozial schwachen Haushalten kommen, also von Hartz IV leben. Von Schulen mit überdurchschnittlichen Gewaltdelikten, Drogenkriminalität und mit einem hohen Grad an Lehrerfluktuation und frustrierten, überlasteten Lehrern. Schulklassen mit einem Migrantenanteil von mehr als 35% führen nach Einschätzung des Deutschen Philologenverbandes zu gravierenden Leistungsabfall und Integrationsproblemen. Und zu guter Letzt, und das ist die Realität, wird pro Jahrgangsstufe eine Inklusionsklasse gebildet. In der Regel handelt es sich um Kinder mit Förderbedarf Lernen und Förderbedarf sozial-emotionale Entwicklung. Oftmals übersteigt der Anteil an Inklusionsschülern die Anzahl der Regelschüler. Mit sehr viel Glück sind an diesen Schulen ein oder zwei ausgebildete Förderschulpädagogen vorhanden, über welche Sie allein verfügen könnten. Das bedeutet dann schon einen gewissen Luxus. Das ist keine Schwarzmalerei, das ist nicht übertrieben. Diese Schulen gibt es in unseren Großstädten zu Genüge. Das ist der Landesregierung bekannt. Sie tut aber nichts dagegen. Und Sie müssten jetzt zum Schluss kommen. Jawohl. Dass Kinder mit Förderbedarf sogar in solchen Schulen unterzubringen, zeigt, dass die ganze Misere, in der wir uns befinden, wo sollen sie auch hin? Von 2013 bis 2018 wurden in Hessen ca. 11 Förderschulen geschlossen. Und somit komme ich zum Schluss. Herr Staatsminister, wenn Sie wirklich die Bildung als Ihre zentrale Zukunftsaufgabe sehen, wenn Sie es wirklich mit Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ernst meinen, sorgen Sie dafür, dass derartige Verhältnisse schnellstens der Vergangenheit angehören. Ich danke herzlich. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Brommeni von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Hausbau ist es bedeutsam, dass das Haus auch auf einem festen und stabilen Fundament steht. Bezieht man das auf die Schule, dann müsste die Landesregierung und allen voran ihr Kultusminister dafür Sorge tragen, dass ausreichend und vor allem qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer in unseren Schulen unterrichten und dort ihre pädagogischen Aufgaben erfüllen können. Dies ist die Voraussetzung für eine weltbeste Bildung, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begabungen, Fähigkeiten und Herausforderungen annimmt und sie auch individuell fördert. Wenn diese zentrale Aufgabe nicht erfüllt wird, dann können Sie als Landesregierung noch so hohe Luftschlösser bauen. Sie werden scheitern und alsbald feststellen, dass diese nicht stabil genug sind, um die Wende zu tragen. Dann haben Sie förmlich auf Sand gebaut, meine Damen und Herren. Was bei einem Hausbau vornehmlich sicherheitsrelevant erscheint, ist grob fahrlässig, wenn dies zulasten der jungen Generation geht. Denn Sie, Herr Kultusminister Lorz, haben gerade zu Beginn Ihrer Rede darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass jedes Kind in unserem Land die bestmögliche Bildung erhält. Und dafür tragen Sie Sorge. Die von Ihnen vorangestellten Themen sind unstrittig bedeutsame, die unsere Schulen vor Herausforderungen stellen.
aber es sind nur drei Baustellen von vielen, die die Schullandschaft in den letzten Jahren aufzuweisen hat. Und ein Grund für eine der größten Baustellen, die Lehrerstellenbesetzung in Hessen, ist ihre langjährige Realitätsverweigerung. Es ist zu begrüßen, dass Sie nun langsam Maßnahmen ergreifen wollen und ergreifen, um in einigen wenigen Bereichen Abhilfe zu schaffen. Aber was zählt, sind nicht allein die Lehrstellen, die zur Verfügung stehen. Keine Frage, den Aufwuchs an Lehrstellen, den Sie heute noch einmal eindrucksvoll mit 5.000 Lehrstellen in Ihrer gesamten Ministerzeit dargestellt haben, ist etwas Besonderes. Aber, meine Damen und Herren, Stellen alleine geben noch keinen Unterricht. Und mit Verlaub, Herr Kultusminister, auf die Frage nach den besetzten und offenen Stellen, die schon auf der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn zur Verwunderung vieler nicht beantwortet werden konnte, hätten wir uns heute schon eine Antwort erhofft. Die Erhebung des Landeselternbeirates, welche letzte Woche vorgestellt worden ist, spricht ebenfalls eine sehr, sehr deutliche Sprache. Hier handelt es sich gerade nicht um eine eintägige oder mehrtägige Momentaufnahme. Nein, sie spiegelt die Realität in unseren Schulen wider, die keineswegs mehr von einer hundertprozentigen Unterrichtsversorgung überall spricht. Diese Problemlagen müssen Sie ernst nehmen. Und hier hätte ich mir eine Aussage dazu von Ihnen gewünscht, wie Sie mit den Ergebnissen umgehen werden und ob der von Ihnen betonte Mix verschiedener Maßnahmen tatsächlich dazu geführt hat, dass die Lücke weitestgehend geschlossen werden kann. Wir haben auch aufgrund der Berichte vieler Lehrerinnen und Lehrer, vieler Schulleitungen und Eltern einen ganz anderen Eindruck, der sich nun erneut bestätigt. Bei diesen ungemütlichen Problemlagen hat sich das hessische Kultusministerium bedauerlicherweise auch bereits in der Vergangenheit in Zurückhaltung geübt. Meine Damen und Herren, umso mehr ist es notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass sich Lehrkräfte und Schulleitungen wieder auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren können. Wir Freien Demokraten fordern deshalb seit geraumer Zeit eine Entbürokratisierung und Entlastung. Und daher kann man Ihren Aufschlag bezüglich der Schulsekretariate und Verwaltungskräfte als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnen. Jedoch ist der Weg über das Programm Starke Heimat Hessen nicht unbedingt der direkte Weg, sondern gleicht eher einem Monopoly-Spiel, bei dem die Schulträger über losgegangen sind, um dann diese hälftig zu bezahlen. Aber noch immer sind die Kompetenzen und Arbeitsfelder nicht abschließend geklärt. Und der im letzten Jahr verkündete Modellversuch lässt mit Ergebnissen noch auf sich warten. Daher blicken wir mit großer Erwartung auf die Vereinbarung, die Sie seitens des Landes mit den Schulträgern schließen wollen. Wir hoffen, dass diese tatsächlich dem Ziel der weltbesten Bildung und der Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen dienen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist und bleibt die Digitalisierung und die Umsetzung des Digitalpakts. Meine Damen und Herren, wir sind hoch erfreut, dass nach der Anhörung letzte Woche Herr Kultusminister Lorz nicht mehr vom Ende des Prozesses gemäß dem Motto Ende gut, alles gut spricht, sondern eingesteht, dass dieser noch weitergehen muss. Wie engagiert aber die Landesregierung das Thema vorantreibt, ist fraglich. Wenn Sie nun das Motto, was lange währt, wird endlich gut, als Motto wählt. Inwieweit am Ende des Tages alles gut wird, lässt sich wie immer noch nicht beurteilen. Deutlich wurde aber einmal mehr, dass es ein sehr langer Weg ist, der vor unseren Schulen liegt, und nach wie vor sind viele Fragen ungeklärt. Um nur einige wenige anzureißen: Die Förderrichtlinien zur Umsetzung des Digitalpakts liegen nicht vor, und demzufolge wissen die Schulen und Schulträger bis heute immer noch nicht, was sie genau erwartet.
Die Frage der Lehrmittelfreiheit ist im Hinblick auf Geräte, aber auch Programme nicht geklärt. Die Gewährleistung von dauerhaften Supports und Bereitstellung der Infrastruktur ebenfalls nicht. Die notwendige Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte und Implementierung im Unterricht ist ein weiterer Baustein. Die Realisierung der lange eingeforderten E-Mail-Adressen, hier haben Sie das Schuljahr 2021 genannt. Meine Damen und Herren, die erste E-Mail wurde am 3. August 1984 in Deutschland empfangen. Schön, dass mehr als 35 Jahre später auch hessische Lehrkräfte endlich eine E-Mail-Adresse haben. Hier wird einmal mehr deutlich, dass Sie Ihr Haus, die Schule von morgen sehr langsam bauen. Das gesamte Verfahren, auch im Vergleich zu den gesetzlichen Regelungen in anderen Bundesländern und die Art und Weise der Umsetzung, die Sie als Koalitionsfraktionen gewählt haben, zeigt einmal mehr, dass Sie das Thema digitale Bildung immer noch mit angezogener Handbremse angehen. Aber vermutlich wundert das hier auch niemand mehr, wenn selbst Frau Sinemus als Digitalministerin im Interview darauf hinweist, dass, ich zitiere, die Antworten dann gegeben werden, wenn wir uns mögliche Angebote angeschaut haben, die es schon gibt und festgestellt haben, wo wir noch Nachholbedarf haben. Noch durchsichtiger wird es, wenn die Kooperation mit den anderen Ministerien im Bereich der Digitalisierung als Neuland bezeichnet werden. Neuland war das Internet vor etlichen Jahren für die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und umso dringlicher hoffen wir, dass die digitale Bildung kein Neuland für die Landesregierung darstellt, welches sie sich erst mühselig erschließen muss. Wir Freien Demokraten versuchen seit Jahren, Ihnen zu verdeutlichen, welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen, und haben Sie mehrfach aufgefordert, in diesem Bereich zu investieren, anstatt sich auf den Bund zu verlassen und somit wertvolle Zeit zu verlieren. Aber Sie wollten sich des Themas nicht annehmen und schieben das Thema vor sich her. Hier vergeht wertvolle Zeit, die für die Realisierung der digitalen Bildung genutzt werden könnte. Dies geht zulasten der Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal auf die weiteren zentralen Themenkomplexe Ihrer Regierungserklärung eingehen. Sie, Professor Lorz, werden nicht müde, Ihr Engagement, das hessische Engagement in der KMK hervorzuheben, und mit Sicherheit ist dies mehr als berechtigt. Jedoch wäre es hilfreicher und auch notwendig, heute klare Maßnahmen vorzustellen, als abermals nur Absichtserklärungen dem Hohen Haus hier zu verkünden. Mich interessiert es nur bedingt zu erfahren, dass bis zum Ende des Jahres entsprechende Empfehlungen der KMK zu erwarten sind, die auf die Stärkung und Förderung der Bildungssprache Deutsch abzielen. Vielmehr interessiert es mich heute, hier und jetzt, welche Maßnahmen in Hessen zur Stärkung und Förderung der Bildungssprache Deutsch auf den Weg gebracht werden. In Ihrem Koalitionsvertrag steht, dass die Ausweitung der Stundentafel zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch vorgesehen ist. Auch hier weiß man nichts Genaues. Wie weit sind die Pläne dahin gediegen? Ab wann wird dies Realität? Was bedeutet dies für die Lehrstellen im Grundschulbereich? Benötigen wir mehr Lehrkräfte oder steigt die Unterrichtsverpflichtung? Erhöht sich damit die Gesamtwochenpflichtstundenzahl der Schülerinnen und Schüler, die im Vergleich mit den anderen Bundesländern neben Berlin und Schleswig-Holstein den niedrigsten Wert aufweist? Meine Damen und Herren, auch beim Thema Ganztagsangebote und dem Pakt für den Ganztag als Fortentwicklung des Paktes für den Nachmittag bleiben Sie vage. Denn worin genau die Verantwortung des Landes ab 14.30 Uhr sich widerspiegelt, wird wohl erst die Zukunft zeigen.
Die groß angekündigte Weiterentwicklung entpuppt sich gerade mal als ein Testballon für 7 Schulen. Für 7 Schulen. Auch hier könnte sich die Koalition wieder mal auf den Minimalkonsens und somit auf einen Pilot einigen. Hier von einem Erfolg zu sprechen, ist schon recht waghalsig. Wir Freien Demokraten wollen ein bedarfsgerechtes Angebot, welches den Ansprüchen der Kinder und der Familien Rechnung trägt. Dazu benötigen wir pädagogische Konzepte und die Öffnung der Schulen und die Kooperation mit Verbänden, um die Kinder besser zu fördern und sportliche, musische und künstlerische Aktivitäten zu integrieren. Aber hinter all den Luftschlössern, die Sie in den wunderschönsten Farben zeichnen, verschwindet fast die Realität. Denn die Realität in Hessen ist, dass etwa 70% der hessischen Eltern einen Betreuungsbedarf für ihre Grundschulkinder sehen. Aber nur für etwa 61% der Kinder steht auch ein Angebot zur Verfügung. Und hier zählt sogar die dreitägige sogenannte pädagogische Mittagsbetreuung mit rein. Daher stellt sich natürlich die Frage, wie denn die Landesregierung tatsächlich die Bedarfe bei den Eltern erheben kann und dafür Sorge zu tragen, dass die Eltern auch weiterhin selbst darüber entscheiden können, ob ihr Kind halbtags oder ganztags eine Schule besucht. Wenn Sie mal die Wahl hätten, und somit laufen wir nach wie vor in Hessen Gefahr, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Einschulung endet. Als letzten Punkt nur einige wenige Worte zur Wertevermittlung in unseren Schulen. Diese ist eigentlich ein eigenes Thema für sich wert, denn die gesellschaftlichen Diskurse und Veränderungen, die Sie aufgezeigt haben, sprechen für sich und verdeutlichen einmal mehr, dass politische Bildung und zivilgesellschaftliches Engagement notwendig sind. Die vielfältigen Programme und Projekte sind ausdrücklich zu begrüßen. Auch hier benötigen wir die Öffnung der Schulen. Aber darüber hinaus fehlen mir in Ihren Darlegungen der Ausblick und die Maßnahmen, die Sie noch auf den Weg bringen wollen. Der Rückblick auf die Handreichung bzw. die Wertebroschüre und den Erfolg Hessens in der Kultusministerkonferenz, wonach jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ein Grundgesetz zur Verfügung gestellt wird, ist vielleicht bilanztechnisch ein Erfolg, auch als Baustein ein Erfolg. Aber darauf alleine kann man ein Haus noch nicht bauen. Und hiermit schließt sich auch wieder der Kreis, denn in der Baubranche ist es momentan schwierig, Handwerker und Fachkräfte zu finden, um die notwendigen Arbeiten auszuführen. Darauf können Sie sich im Kultusministerium hoffentlich nicht berufen. Und daher sollten Sie Ihre Aufgaben ernst nehmen und angehen, wenn Sie tatsächlich weltbeste Bildung realisieren wollen. Sorgen Sie zunächst einmal für ein stabiles Fundament und dann für ein tragfähiges Gebäude, das die Herausforderungen der Zukunft auch bewältigen kann. Zum Schluss noch ein kurzes Wort zum lieben Kollegen Thorsten Schäfer-Gümbel. Das Ausscheiden aus dem Hessischen Landtag ist eine Zäsur. Er stand für Verlässlichkeit und Sympathie. Und wir Freien Demokraten wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bromny. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Kula von der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kultusminister, es ist zunächst erst einmal positiv zu bewerten, dass Sie zu Schuljahresbeginn eine Regierungserklärung abgeben, um Ihre politischen Ziele im Bildungsbereich der Öffentlichkeit und den Hessinnen und Hessen vorzustellen. Die letzten 2 Jahre haben Sie ja darauf verzichtet, obwohl es eine gute Möglichkeit darstellt, eigene Ambitionen darzustellen. Gut, dass Sie jetzt immerhin etwas zu sagen haben, auch wenn hier am besten mit Goethe zu antworten ist. Und da stimme ich auch dem jetzt nicht anwesenden Kollegen Schäfer-Gümbel zu. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Die letzten Jahre der hessischen Kultuspolitik waren geprägt durch Verdrängungsmechanismen und Abwehrreaktionen.
sei es der Lehrermangel, den es angeblich nicht gibt, oder der Unterrichtsausfall, den der Landeselternbeirat ja jüngst belegte, wie wir schon gehört haben, oder der Ausbau echter Ganztagsgrundschulen nach Profil 3, dessen Anteil immer noch nur um die 2% beträgt, Herr May. Deswegen muss ich Ihnen da auch etwas Wasser in den Wein gießen. Doch anstatt die Probleme und Nöte der eigenen Beamtinnen und Beamten, Beschäftigten, Eltern und Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen, wurde seitens des Kultusministeriums entgegen jeder Faktenlage behauptet, diese Probleme gibt es gar nicht. Diese Strategie geht nicht auf, Herr Lorz. Auch Sie müssen sich endlich der Realität stellen und Reformvorschläge vorlegen. Bis heute haben wir aber davon noch nichts gesehen. Und ich muss schon sagen, ich finde es etwas befremdlich, wenn Sie in dieser Regierungserklärung überhaupt nichts sagen zu Unterrichtsausfall oder Überlastung der Lehrkräfte, aber dann von den vermeintlichen Gefahren von Linksextremismus fabulieren. Das fand ich dann doch etwas arg schräg. Die Themen, die Sie in Ihrer Regierungserklärung als maßgeblich für Ihre Bildungspolitik nennen, gehen aber an allen genannten Problemlagen an hessischen Schulen vorbei. Allein die Digitalisierung könnte eine Chance sein, Lernmittelfreiheit auszuweiten, pädagogische Konzepte zu entwickeln und neue Ausstattungsstandards zu setzen. Doch auch hiervon scheint die Landesregierung meilenweit entfernt zu sein. Trotz der Gelder aus dem Digitalpakt und den Zuschüssen von Land- und Schulträgern fehlen wieder einmal einheitliche Standards und pädagogische Rahmenkonzepte. Vielmehr sollen Schulen und somit diejenigen Lehrkräfte, die sowieso schon überlastet sind, selbst Unterrichtskonzepte erarbeiten. Dass manche Schulen bereits pädagogische Konzepte erarbeitet haben, Herr Minister, kann aber kein Argument für die eigene Untätigkeit in dieser Sache sein. Nachhaltigkeit und Langfristigkeit spielen ebenfalls kaum eine Rolle bei der Digitalisierung hessischer Schulen. Die Wartung und Instandhaltung von Software und Hardware innerhalb der 5 Jahre Laufzeit und darüber hinaus sind nicht geregelt. Das Kultusministerium scheint nicht begriffen zu haben, dass es sich bei der Digitalisierung eben um eine Daueraufgabe mit dauerhaftem Finanzbedarf handelt, auch wenn Sie es heute angedeutet haben. Aber es ist überhaupt nicht geregelt, wie das nach den 5 Jahren weitergehen soll. Auch die Verteilung der Fördergelder ist nicht darauf angelegt, hessenweit gleiche oder sogar ähnliche Standards in der digitalen Ausstattung zu erreichen. Diejenigen Schulen, die bereits eine gute digitale Infrastruktur aufweisen, werden weiter gestärkt, während in anderen, wahrscheinlich ländlicheren Regionen oft nur der Breitbandanschluss herausspringen wird. Die Anhörung zu dem entsprechenden Gesetz hat eindeutig gezeigt, dass noch vieles zu klären ist und die Landesregierung hier noch einiges liefern muss. Ein weiteres zentrales Problem der hessischen Schullandschaft ist die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Darauf hat ja auch der Kollege Schäfer-Gümbel schon hingewiesen. Und auch das haben Sie nur in einem Nebensatz erwähnt. Die hohe und steigende Zahl anderer Weiterbildungsanbieter neben der Hessischen Lehrkräfteakademie zeigt, dass hier einiges verschlafen wurde. Mit einem Etat von 40 Euro pro Lehrkraft im Jahr kann nicht der Umgang mit digitalen Medien, Integration, Inklusion usw. so in Fortbildung erlernt werden, was aber dringend notwendig wäre. Der Etat und das Angebot müssen deutlich steigen, damit eine Grundfortbildung überhaupt abgedeckt werden kann. Wie viel die Landesregierung im Rahmen des Digitalpaktes für die Lehrkräftefortbildung investieren möchte, wäre sicherlich auch für Ihre Kollegin sehr interessant, Herr Kultusminister. Was Sie ebenfalls überhaupt nicht erwähnt haben, ist der bauliche Zustand vieler Schulen in Hessen. Etliche Schulgebäude sind weiterhin in einem desolaten Zustand. Zugespitzt gesagt, was bringt uns denn ein Whiteboard in einem Raum, in den es reinregnet? Es bedarf endlich einer aussagekräftigen Ja, es gefällt Ihnen natürlich nicht, aber gucken Sie sich manche Schulen doch mal an. Es bedarf endlich einer aussagekräftigen Bedarfsanalyse hinsichtlich des Investitionsstaus an hessischen Schulen, Herr Boddenberg, weil die liegt immer noch nicht vor. Auch bezüglich des Ausbaus von Ganztagsschulen, den die Landesregierung ja mit 50 Schulen pro Jahr beschleunigen möchte, wäre es dringend geboten, die dafür nötigen Investitionen in Mensen und Cafeterien zu planen und mal öffentlich zu machen, was dort angepeilt ist. Und auch hier kann die Landesregierung immer noch nichts vorlegen. Aber auch der vermeintliche Ganztagsausbau wird nur sehr zögerlich in Angriff genommen. Die politische Vorgabe, die auch von Seiten der GRÜNEN immer wieder vorgebracht wird, ist die der Wahlfreiheit. Das wurde heute ja auch schon diskutiert. Eltern sollen die Wahl haben, auf welche Schulform ihr Kind gehen soll. Aktuell ist man aber in Hessen meilenweit entfernt von einer echten Wahlfreiheit. Sie wird vielmehr als Feigenblatt genutzt, um den schleppenden Ausbau von echten Ganztagsschulen mit rhythmisiertem Tagesablauf schönzureden.
Besonders im Hinblick auf die vielbeschworene Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das hatte Herr Promny schon dargestellt, wäre es geboten, echte Ganztagsschulen zu schaffen, statt einen Pakt nach dem anderen aufzulegen, die eher Flickenteppich statt ein einheitliches Ganztagsschulsystem befördern. Spannend fand ich auch Ihre Ausführung zu den sogenannten multiprofessionellen Teams. Wie von 700 Sozialpädagogen und Pädagogen und 140 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 2000 Schulen betreut werden sollen, sodass dort multiprofessionelle Teams entstehen sollen, das ist weiterhin vollkommen schleierhaft, und diese Antwort bleiben Sie uns weiterhin schuldig. Vielmehr scheint es so, als sei dies ein Buzzword der Grünen, die das in die Schulpolitik hier eingebracht haben, ohne dass sie es hier mit Inhalt füllen könnten. Leider haben Sie, Herr Lorz, auch nichts über die ungerecht verteilten Bildungschancen in Hessen gesagt. Auf einen Bildungsaufstieg kommen in Hessen immer noch ca. 9 Bildungsabstiege. Das bedeutet Durchlässigkeit, aber nur in eine Richtung, meine Damen und Herren, nämlich nach unten, und das finden wir beschämend. Der Bildungserfolg hängt in Hessen immer noch stark von der sozialen und finanziellen Situation der Eltern ab. Das ist seit Jahrzehnten bekannt, aber anstatt ganztägig arbeitende integrierte Gesamtschulen für alle zu fördern, wird weiterhin ein mehrgliedriges Schulsystem aus dem Kaiserreich erhalten. Ja, das freut Sie natürlich. Wir möchten gerne ein Schulsystem, das allen Kindern die gleichen Chancen bietet. Und zu guter Letzt, statt die Belastungen für Ihre Lehrkräfte immer noch zu leugnen, stünde es Ihnen gut zu Gesicht, die Lage ernst zu nehmen, in der diese sich befinden, und Ihnen zuzuhören. Und da muss ich jetzt noch einmal etwas sagen. Also, wenn eine Fraktion die Situation der Lehrkräfte und die Überlastung der Lehrkräfte versucht, gegen die Ärmsten der armen Menschen, die sich auf die Flucht begeben, auszuspielen, dann merkt man, hat diese Fraktion von Bildungspolitik überhaupt keine Ahnung. Im Übrigen betrifft diese Situation alle Lehrkräfte an allen Schulformen. Deswegen wäre es das Mindeste, endlich alle Lehrerinnen und Lehrer in Hessen gleichzustellen und endlich auch im Grundschulbereich mit A13 zu entlohnen. Die Situation, dass es in Hessen Lehrkräfte zweiter Klasse gibt, muss endlich ein Ende haben, Herr Lorz. Eine Studie aus Niedersachsen hat letztes Jahr ans Licht gebracht, dass über 50% der Lehrkräfte nicht davon überzeugt sind, das Rentenalter unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen nicht gesund erreichen zu können. Ich bezweifle, dass die Situation in Hessen deutlich besser ist, es sei denn, Sie wachen aus Ihrem Dornröschenschlaf auf und beginnen wirklich damit, eine Schule von morgen zu bauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Als Nächstes hat sich der Abg. Schwarz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Reibungslos, unaufgeregt und erfolgreich. Das ist der Schulstart in dieses Schuljahr in Hessen. Und meine Damen und Herren, das ist kein Zufall, sondern das ist das Ergebnis klarer bildungspolitischer Prioritäten, verlässlicher und kontinuierlicher Investitionen in Bildung. Und so führt es halt dazu, auch wenn es der Opposition nicht gefällt, dass keine Briefe, dass keine E-Mails zum Schuljahresanfang reingekommen sind, die besagen, da fehlt irgendwas, da ist etwas schiefgegangen. Da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich das auch einmal sagen. Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern. Ich danke den Schulleitungen, ich danke der Bildungsverwaltung, den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und den Eltern, die zu diesem erfolgreichen Schuljahresbeginn beigetragen haben, meine Damen und Herren. Ja, Bildungspolitik und Bildung ist die wichtigste Zukunftsaufgabe und entscheidet maßgeblich darüber, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Und die Grundlage dafür ist Planungssicherheit. Und sehr wohl stehen wir zu dem gegliederten, zu dem differenzierten,
und zu dem durchlässigen Bildungssystem, das sich aus unserer festen Überzeugung etabliert und bewährt hat. Wir haben passgenaue und individuelle Angebote für verschiedene Talente. Da ist für alle was dabei. Und Herr Kollege Kahnt, bei allem Respekt, eine leistungslose Einheitsschule, wovon reden Sie eigentlich? Wir haben klare und feste Überzeugungen, die sind ein Bildungskonzept für alle Schülerinnen und Schüler, aber in aller Deutlichkeit keine Einheitsschule mit verschiedensten Angeboten für alle Talente, meine Damen und Herren. Das sind die Grundlagen für unsere Bildungspolitik, und gleichzeitig tragen wir den rasanten Veränderungen Rechnung, die wir in der Gesellschaft, die wir in dieser Welt zu bewerkstelligen haben, und das mit Erfolg. Deswegen vorneweg ein paar Eckdaten. Ich glaube, da muss man schon regelmäßig darauf hinweisen und das auch wiederholen. Wiederum bei gleichbleibenden Schülerzahlen, 759.000, hat Kultusminister Lorz 600 zusätzliche Stellen mit den regierungsfragenden Fraktionen zum neuen Schuljahr geschaffen. Das bedeutet, die Schülerrelation wird nochmals besser. Ein Rekordwert, meine Damen und Herren. Ein Rekordwert. Und wir unterstützen die Schulen mit besonderen Herausforderungen. Kollege Meister ist darauf eingegangen. Mit multiprofessionellen Teams, mit Sozialpädagogen, mit UBUS-Stellen, mit den Schulpsychologen und auch die Schulverwaltung, nämlich mit zentral finanzierten Verwaltungskräften. Und damit das auch klar ist, auch für den Nachwuchs sorgen wir, nachdem wir in den letzten Jahren die Studienplätze, die Kapazitäten an den Universitäten in Kassel, Gießen und in Frankfurt erhöht haben, legen wir noch einmal im Grundschulbereich 135 drauf, im Förderschulbereich in Gießen noch einmal 30 und auch die Lehrer im Vorbereitungsdienst werden um 250 Stellen erhöht. Da sehen wir, welche klaren Konzepte und Prioritäten wir bildungspolitisch verfolgen, meine Damen und Herren. Und aufgrund der begrenzten Redezeit gestatten Sie mir, dass ich mich auf drei Schwerpunktthemen heute konzentrieren möchte. Das ist die Bildungssprache Deutsch, einhergehend mit der Wertevermittlung A1. Das ist das Ganztagsprogramm A2 und das ist die digitale Schule Hessen im dritten Bereich. Sprachliche Bildung ist der Schlüssel zum schulischen Erfolg. Da sind wir uns hoffentlich einig. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit werden dadurch gewährleistet. Und wie kein anderes Bundesland legen wir in Hessen höchste Priorität auf Sprachförderung. Denn die Sprache ist das verbindende Element, meine Damen und Herren, in unserer Gesellschaft. Die Sprache verbindet uns, die Sprache hält uns zusammen. Deswegen müssen wir diesem Thema auch so hohe Priorität einräumen. Und für die Schule ist die Bildungssprache natürlich die Kernaufgabe. Das ist Kerngeschäft. Deswegen ein Gesamtsprachförderkonzept, das Früchte trägt, das halten wir vor. Und ich bin Staatsminister Lorz sehr dankbar, dass er dieses Thema Bildungssprache Deutsch zum Top-Thema des Jahres 2019 im Rahmen seiner Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz gemacht hat. Denn er erntet hierbei auch ausschließlich positive Resonanz von anderen Bundesländern, von den Kolleginnen und Kollegen, Kultusministern, Verbänden und den verschiedenen Schulpraktikern, die natürlich dazu eine Meinung haben, was auch gut und richtig ist. Und jetzt muss ich auf den Hinweis des Kollegen Brömli von der FDP dann doch mal antworten. Es ist sehr konkret, das Sprachkonzept, das Gesamtsprachförderkonzept, was wir hier vorlegen, das hat nämlich eine lange Linie und kommt aus einem Guss. Wir haben die Vorlaufkurse seit 2002, die wir permanent aufgestockt haben, enorm erfolgreich. Die Sitzenbleiber wiederholter Quote ist deutlich reduziert. 95% derer, die dort teilnehmen, schaffen den nahtlosen Übergang. Den Grundwortschatz, den wir konsequent etablieren. Wir vermitteln die Lese- und Sprachkompetenz konsequent einhergehend mit der Verschriftlichung
in korrekter Art und Weise von vornherein, und zwar in Schreibschrift, in der verbundenen Schreibschrift. Zusätzlich werden wir, und das werden Sie besichtigen können, eine zusätzliche Stunde Deutsch aufwachsend in Grundschulen etablieren. Da kann man nicht per Fingerschnips machen, sondern das muss dann sukzessive passieren. Und als Beispiel in einer öffentlichen Kooperation, das Thema Deutschsommer ist ein weiterer Aspekt, der belegt, wie wichtig uns das ist. Wir sind im Austausch mit Professor Roland Kellbrand, Vorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, oder auch Allensbach, die genau bestätigen, dass das wichtig ist, dass wir uns in diesem Bereich genauso uns anstrengen, wie wir es tun. Und im Übrigen empfehlenswert, Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert hat ein neues Buch herausgebracht. Das heißt, identifiziert euch, warum ein neues Heimatgefühl gebraucht wird. Ich zitiere, er sagt, man muss Deutsch sprechen, um sich als Deutscher zu fühlen und in diesem Land beheimatet zu sein und hier klarzukommen. Und das zeigt, dass wir hier einhergehen mit dem Deutschförderkonzept, aber auch mit der Idee von Wertevermittlung, die uns wichtig ist, insbesondere nicht nur, aber auch im 70. Jahr des Grundgesetzes. Deswegen ist es gut und richtig, dass es einen Leitfaden für Lehrkräfte gibt seit Mai 2019, wo eine Handreichung zum Thema Grundrechtsklarheit, Wertevermittlung, Demokratieerziehung und Beratungsprogramm gegeben wird. Das halten wir vernünftig und für so unverzichtbar. Ein Hinweis, weil ich noch zwei große Blöcke zu besprechen habe, zum Thema durchgängige Politikunterricht. Ja, das ist uns wichtig, dass bis in die Oberstufe hinein Politikunterricht gegeben wird. Weswegen? Einerseits darf nicht mehr abgewählt werden, andererseits ist Politik und Wirtschaft die lange Linie dessen, was es braucht, um Gesamtzusammenhänge zu verstehen, aber auch in der Zeit, in der junge Leute ermächtigt werden, zur Wahl zu gehen. Das halte ich für vernünftig, dann auch dieses in der Oberstufe nicht abwählen zu lassen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Ganztag. 250 Schulen erweitern ihr Angebot. Das ist gut so. Und sie machen das freiwillig. Wir verpflichten sie nicht dazu, sondern wir machen das freiwillig, je nachdem, wie die Erfordernisse vor Ort sind. Denn das Ganze kann nur mit und nicht gegen die Menschen geschehen und fördert zeitgleich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und damit es auch einmal klar ist, 1200 Schulen sind mittlerweile im Ganztag tätig. Das ist eine unglaubliche Quote. Und im Bereich des Pakts für den Nachmittag sind zum neuen Schuljahr auch noch einmal 45 hinzugekommen. 300.000 Schülerinnen und Schüler profitieren davon. Und über 3.300 Lehrkräfte sind nur im Bereich des Ganztags aktiv. Da belegt Hessen im Übrigen einen Spitzenplatz, nur damit das auch einmal Erwähnung findet. Ich komme, weil die Zeit drängt, zu dem Thema digitale Schule Hessen. Ja, meine Damen und Herren, da haben wir ein Gesamtkonzept, ein Konzept aus einem Guss. Das hat vier Ansatzpunkte. Einmal die technische Ausstattung, IT-Infrastruktur mit allem, was dazugehört. Dann die pädagogische Unterstützung. Ich nenne nur das Stichwort Schulportal. Gut ausgebildete Lehrer, eine Kernaufgabe, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und des Weiteren Top 4 Medienkompetenz und Jugendmedienschutz. Da haben wir Kooperationspartner, unter anderem die Landesanstalt Privaten Rundfunk Neue Medien, die uns dabei sehr unterstützt. Ja, und Kultusminister Lorz hat es unterstrichen. Kein anderes Land legt so viel Mittel drauf wie Hessen, auf die Bundesmittel, auf die 372 Millionen, die viel zitierten, kommen in Summe dann wir auf eine Summe auf 500 Millionen. Das ist schon ein bemerkenswerter Beitrag im Zusammenhang
und in Zusammenarbeit mit den Schulträgern, sodass wir 100 Millionen € pro Jahr hier investieren können. 25%, das macht und das schafft kein anderes Bundesland, meine Damen und Herren. Das heißt, 540 € pro Schülerin pro Schüler für Anbindung ans Internet, für WLAN, für Ausstattung in den Räumen, Lernplattformen, Cloud-Lösungen und von mir eben das schon das genannte Schulportal Hessen. Diese Investitionen lohnen sich, und da muss ich auch noch einmal den Kollegen Promny ansprechen. Eine Richtlinie kann es erst dann geben, wenn es Gesetze haben. Die Reihenfolge der Faktoren ist an der Stelle nicht ganz beliebig. Nur mal zu, so viel zur Systematik. Kurz vor Ende möchte ich dann noch einmal auf Dinge eingehen, die Vorredner zum Thema Bildungsmonitor hier dargeboten haben. Ich will dir mal eins sagen, dieses Ranking, kann das so sehen, man kann es besichtigen, aber ich halte viel davon, dass man dann zumindest in die Tiefe geht und analysiert. Da steht zum Beispiel Internationalisierung als ein Aspekt, kann man machen, Internationalisierung, Fremdsprachen in der Grundschule. Sehr bewusst haben wir die politische Entscheidung getroffen, dass wir die Bildungssprache Deutsch in der Grundschule, wie eben ausgeführt, a priori setzen. Das führt dazu, dass wir bei anderen Studien auf Platz 2 in der Integration liegen. Das führt dazu, dass wir auf Platz 1 liegen in der niedrigsten Schulabbrecherquote. Das führt dazu, dass wir auf dem Spitzenplatz liegen, Studienberechtigung für ausländische Schülerinnen und Schüler. Ich will das nur mal vom Ergebnis her sehen. Das sind bewusste politische Entscheidungen. Und ein zweites Thema, was da ja kritisiert wird, drittletzter Platz, Ausgabenprioritäten oder Ausgabenpriorisierung, ja, kann man im Gesamthaushalt sehen. Aber es ändert nichts daran, dass uns der Bildungsfinanzbericht aus dem Jahr 2017 bestätigt, pro Kopf investiert kein Flächenland mehr als wir Hessen, nämlich 1.495 € pro Schüler. Vor uns liegt nur Hamburg als Stadtstaat. Das bedeutet Platz 2. Das heißt im Klartext, bei genauer Besichtigung und einer genauer Analyse dieser Studie des Bildungsmonitors kann man durchaus zu anderen Schlüssen kommen. Ich sage sehr bewusst, wir setzen klare Prioritäten und haben hier auch einen klaren Kompass zu diesen Fragestellungen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Hessens Schulen stehen infolge von planvollen und entschlossenen Handeln sowie klarer Schwerpunktsetzung so gut da wie nie zuvor. Auf uns können sich Schulen, Lehrer, Schüler alle miteinander verlassen. Das ist gut und richtig so, dass zum 20. Mal wir einen erfolgreichen und unaufgeregten Schulstart hingelegt haben. Lassen Sie mich zum Schluss seitens der CDU-Fraktion an den Kollegen Thorsten Schäfer-Gümbel ein Wort des Dankes richten. Lieber Herr Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel, das will ich wirklich sehr deutlich und aus voller Überzeugung, aus tiefem Herzen sagen. Wir sind in bestimmten bildungspolitischen Fragen nicht immer einig. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich schätze Ihre Geradlinigkeit, Ihren Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen und was Sie vorhin gesagt haben, jawohl, man muss auch Vorbild sein, wie man mit Dritten umgeht. Nämlich, das ist eine Signalwirkung in die Gesellschaft hinein. Und diese Signalwirkung verkörpern Sie vorzüglich. Das verbindende Element muss aus diesem Parlament auch nach außen gehen. Seitens der CDU-Fraktion für Sie alles Gute und Gottes reichen Segen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schwarz. Mir liegen nun keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und damit ist die Regierungserklärung des Kultusministers erledigt.